Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich grüße euch zurück zur Let's Play Tales of Xillia. Ja, wie man sieht, ich habe wieder die Schulkostüme erstmal abgelegt. Bei einigen, ich habe mich ein bisschen bei den Klamotten hier ausgetobt, aber das ist jetzt egal. Wir haben in der letzten Folge Volt fertig gemacht und die Leute hier gerettet. In der Heliobock-Festung. Das wusste ich natürlich. Und das geht schon im letzten Part aufgeploppt und jetzt gucken wir uns das geht an. Lehren durch schlechtes Beispiel. Bläh. Understand the potential of spy rights, and it's all because Jude wouldn't give up. I'm all like, yeah, take that world. Jude can really do great things when he tries. I always knew that he could. They're just as happy with his success as if it were their own. I completely understand their sentiment, though. Jude had never been the type to lead the way, but this time he chose a path and followed it through. It's always good to see positive growth. I wonder whose influence that was. One thing's for sure, it certainly wasn't yours. Oh? Haven't you ever heard of reverse psychology? Teaching by bad example? At least your humility makes a fine example. It's good to see everyone upbeat for a change. Yes! Okay. Na gut, wir müssen hier raus. Ich habe mich jetzt nicht nur umgeguckt, so großartig, hier wird schon nichts sein. Ihr wollt zur Grusola-Höhenstraße, dann geht einfach immer weiter hier entlang. Fällt mir ein. Habe ich? Nein. Nein. So. Quests. Nein. Doch. Hier. In Arbeit. Haben wir schon hier alles Mögliche erledigt. Ich begebe mich nach Shandu. Ah. Ein rosafarbenes Mark. Okay, dann habe ich die doch schon abgegeben, ich Idiot. Gehen wir weiter. Aua, mein Mund. Irgendwie hier im Mund. Ich mir voll eine reingebissen. So, da tut jetzt höllisch weh. Welkende Landschaften. Okay. Olympias doesn't seem to be any greener out this way. Nope. Pretty much everywhere outside the cities is like this. If anything, it's a little worse than I remember it. The lack of spirits must have broken the cycle of nature. To the people of Olympias, this is what nature looks like. When I first laid eyes on the forests of Rizomaxia, I could barely comprehend what I was seeing. So this is the world that Spyrix has given you. Go ahead and say verdammt, seien Sie. We brought this on ourselves. That may be true, but still. Ja, hier sieht alles nicht so schön aus. War ja nicht gerade ein Monster? Egal. Look, ja. Something green for once. Yeah. Wo? Wo? Oh. Expect to see a big forest anytime soon. Wo denn? Wo denn? Wo ist ja was Grünes? Hier? Die Bäume? Da ist ein leichter Braunton. Aber okay. Es ist Natur. Das fehlt ja hier in Olympius. Olympius. Ich habe mich schon gewundert, ob ich das letztens falsch geschrieben habe. Ach, ich habe noch einen heiligen Trank. Da hast du jetzt Pech gehabt. Zack. Ja, mit dem Kopfschmerzen habe ich mich ein bisschen ausgetobt, wie man sehen kann. Ja, ein paar Kostüme. Diesmal war vollkommen verschiedenes hier. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das will ich doch gar nicht, Mann. Das will ich auch nicht. Verdammt. Ich komme hier nicht mehr klar. Und ja, hier waren viele von... Ja, und ab. Na, eben habe ich einen Teufelsschwanz und Sukarna gegeben. Und 2 WP? Ich brauche mehr. Ich muss auch unbesiegbar werden. Und langsam habe ich echt hier Schiss, dass ich mich verskill. Hey, aber die sind keine Kugeln mehr. Was? Ich kann halt nicht weitermachen? Was? Zweites Arzt? Was ist das? Bitte. Ach so, ja, okay. Verdammt, ich kann halt nicht mehr, ich kann halt nicht mehr erweitern. Ja. Verdammt. Oh Gott. Ach, er hat nur 3, okay. Dann müssen wir hier noch... Nehmen wir das hier. Ach, wieder Auferstehung, genau. Die Erinnerung kommt zurück von vor einer Woche. Ja, ist eine Woche her, seit ich jetzt gezockt habe.
zwei Punkte. Was soll ich denn mit zwei Punkten? In der Auferstehung, ja. WP. Ich glaube, alle gehen hier irgendwie den gleichen Weg in den letzten Dingern. So, so, hier Beweglichkeit und wo ist es? Ja, oder das? Oder das? Okay. Nach dem Wirken eines Anakanas wird die Grenzüberschreitung fortgesetzt. Ich verstehe das irgendwie nicht. Da wird doch so oder so. Oh geil. Fortgesetzt. Mietklingen-Ikone. Ah. Ein Haufen Arzt mit Alvin. Ich wollte schon Espel sagen. Observiert. Sind der neue Monster? Also sonst muss ich hier nur jedenfalls dreschen. Schwieriger Fragebogen, okay? Let me make sure I have this straight. We use boosters to infuse spirit fossils with mana, and then a spirite is born. Because unlike Spyrix devices, spirites can use arts without harming spirits. Did you actually take notes while Balin was talking? Yes, but there are still things I don't understand. If there are things you actually do understand, then you're way ahead of me. I bet Tipo'd say, hey, you need to study, Leia! Ah, but after that, he'd probably say, I don't understand any of this either. Lass mich ran, Elisa hat komplett verstanden. Ah, he heard us. You're both being rude. Elise, do you understand Spyrite theory? Of course I do. Ich wusste es. Ja, sie hat es natürlich direkt gewusst. Weil, ach, ich dachte... Ja, mit so Geisterarzt scheint sie sich ja gut auszukennen. Da gab es ja schon mal so ein ähnliches Skit. Und da ist ein Loch. Ich glaube, da gehe ich erstmal sofort rein. Schwarze Perle, sind das hier so Dingens? Ja, müssen ja eigentlich so Materialien. Ach ja, ich hatte noch irgendwie so ein DLC hier. Das war, glaube ich, kostenlos. Habe ich auch schon sehr lange drauf gehabt, aber... ich habe es jetzt erst benutzt. Das sorgt eigentlich nur dafür, dass wir so ein paar Materialobjekte bekommen. Ach ja, und Notgroschen, da waren glaube ich 1000 Gold. Aber das ist jetzt, hätte ich vielleicht ein bisschen früher einsetzen sollen, weil jetzt bringt mir das gar nichts. Ich meine, da gucke ich mal an, wie viel Geld wir haben. Pff. So, ha! Ah ne, ich dachte. Magieerz. Du. Obwohl, ich müsste dich ja eigentlich, ja, überraschen. Demon Fang! Double Demon Fang! Ich habe jetzt irgendwie keine Dingen zu machen. Keine Kombos. Weil es gibt ja auch einen Titel dafür, wenn man viele Kombos aneinander reiht. Das schaffe ich doch gar nicht. Ich habe ja schon Kombo-Videos und so weiter alles angesehen. Schande über mich. Frag mich, wie die halt machen. Ja, verdammt, ich will auch gar nicht das. Weil mir geht irgendwie so Titel. Nein! Bei 50 Treffern gibt es schon wieder einen Titel. Ich war noch nicht mal annähernd so nah dran. Wie machen die das? Muss ich mal irgendwann sehr viel später im Spiel machen. So, Leia war das, ne? 2 Sekunden schon wieder vergessen. Was? Wer bin ich? Oh, hallo. So, wir haben ja Grenzfieber. Keine TP, Vitalität, sicher, Partnerwechsel. Also, ich habe hier angefangen, also denke ich mal, dass ich hier auch weitermache. Denke ich. Ich weiß natürlich nicht, was ich vor, was weiß ich, wie viel Zeit ich mal geplant hatte, aber okay. So, ich gehe zurück, will ich doch gar nicht. Wieder Pornomusik im Hintergrund. So halbe. Ey, her damit. Mann, die heiligen Tränke, die halten echt lange. Whenever I enter a place like this, I can't help but imagine someone blocking off the other end. Was ihr für Fantasien habt. Nein, hier sind nur Schatztruhen. Und Ruhm und Ehre. Ultimative Waffen. Übrigens Waffen, ich hab... Jude hier 2 Waffen gegeben. Einmal Class
Schwert und einmal Lukes Schwert aus Tales of the Abyss. Oder benutzt keins von den beiden. Was für eine Verschwendung. So. Truhe. Oh, die hat man fast gar nicht gesehen. Aber ich habe ja solche Adleraugen, ne? Ich sehe sowas sofort. Ich bemerke ja alles irgendwie direkt irgendwie, ne? Mir geht da nichts. Ich vergesse auch nie irgendwas. Ich bin perfekt. Ich bin dann Neo LP. Haha. So. Lass mich ran, das war noch nicht das letzte Gebiet. Der mittlere Bereich. Ja, sicher. Wir haben noch nichts erreicht. Oh, geil. Das wird dann der Kämpfe überall Part 10. Ne? Schildkröte, dich hatte ich noch nicht fertig gemacht. Ho, ho, ho. Wer hat die Objekte eingesetzt? Wieso machst du einen Rückwärtsschritt, wenn ich eine Art einsetzen will? So, warte mal so. Und zack. Und nicht getroffen. War schon tot. Der einzige Grund, wie ich so Minimalschaden ausholen könnte, wäre vielleicht durch... Minimalschaden? Was? Ja, indem ich Minimalschaden ausrüste, könnte ich hier so Kombos bekommen. Wir haben die halt auch in den ganzen Kombo-Videos gemacht, die ich gesehen habe. Ich kam von da, ne? Ja. Geh weg. Ich stinke, geh weg. Riech an mir. Nein, okay. Boah, seid ihr feige. Wie sie wegrennen, ey. Mann. Hier sieht's verdächtig aus. Nein, hier ist nichts. Hier haben wir sowieso nochmal umschauen. Nach den ganzen... Und du bist weg. Wie hat es diese Schildkröte geschafft, so schnell wegzugehen? Und da war ein Aphridge, hat sie nämlich genau gesehen. Glaub bloß nicht, dass ich dich... 3 Stück Zitronengummi. Ich denke produktiv. 1, 2. Bleh. Oh, und wir können keine Dinges mehr... kein Apfelgummi mehr einsetzen. Per... Fällt mir gerade ein. Hä? Nimmst du den? Mir fällt auch immer ein. Wieso setze ich das überhaupt nur ein? Ich brauche gar keine Galt mehr. Ein Halsband. Was? Stacheliges Halsband für selbstbewusst und durchsetzungsfähige Typ. Es kann auch als Kopf- oder Armband getragen werden. Ja. Sieht aus wie ein Hundehalsband. Ich möchte nur sagen. Und Rahmen schwarze Federn. Wann können wir überhaupt nach Riesemax jetzt zurück? Das würde ich nämlich gerne machen. Ich hoffe, wir kommen überhaupt noch mal nach Riesemax jetzt zurück. Ein Wächter-Symbol. Ich sollte mir vielleicht mal angucken, was ich hier aufsammle, verdammt. P-Verteidigung um 10%. Ja. Ich achte ja auf sowas nicht. Ich habe schon wieder weggedrückt. Ich habe Riesen-Haifisch-Flosse, habe ich gelesen. Das war, glaube ich, richtig. Rahmen schwarze Peter mal 3. Und ein Pot vor. Ich kann kein Französisch, also bitte nicht so ernst nehmen, was ich hier sage. Und noch eine Truhe in einem Loch. Spezial Plus. Wir haben eigentlich noch nicht viel erreicht in diesem Part. So muss es sein. Geil, ne? Ja, hi. Aber wir haben viele Beutegegenstände und so. Das heißt, wir bereiten uns für die nächsten Parts vor. Schön, wenn was passiert, ne? Irgendwo war ja noch was. Ja, hier. Na, Rahmenschwarz wieder. So. Nördlicher Bereich, da geht's noch weiter, ist klar. Uiuiui. Ja, trainieren muss ich, glaube ich, nicht. Wenn, dann tue ich das auf Screen machen. Vielleicht mache ich wieder so eine Training-Session. So ein bisschen sammeln wir ja noch. Dann geht's... Nein! Flöchertet! Objekt gestohlen. Okay. Geil. Naja, stimmt ja, man kann ja während des Flüchtens klauen. Möchte gleich mal ausprobieren, offscreen.
Aber vorher mache ich einen Schnitt, aber ich gehe noch in Sicherheit, bevor ich das mache. Nein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia mit hoffentlich etwas mehr Erfolg und mehr Fortschritt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.